Sind wir wieder? Gut. Ich habe alles gemacht, was ich gesagt hatte. So, jetzt quatschen wir mal eben da mit der Frau. Hi. Ist alles in Ordnung? Oh, was für ein Segen. Danke für die Nachfrage. Ich bin Betty. Betty Buckbrook. Und nein, nichts ist in Ordnung. Es geht um meine liebe Freundin Hazel. Sie ist in Gefahr. Hazel? Ja, sie ist ein Einhorn. Ich kenne sie seit Jahren. Sie verlässt den Wald nur ungern. Darum besuche ich sie einmal in der Woche, bürste ihr die Mähne und bringe ihr Leckerbissen. Oh, ihr Fell ist prächtig. Nun, als ich das letzte Mal bei ihr war, wurden wir von einem Wolfsrudel brutal angefallen. Hazel, treu wie sie ist, sprang vor mich, um mich zu schützen. Ich fürchte, dabei könnte sie verletzt worden sein. Es tut mir leid, das zu hören. Ich will ihr helfen, aber sie scheint sich versteckt zu haben. Aus Angst, nehme ich an. Ich weiß, dass Sie in Hogwarts viel über die Pflege von Tierwesen lernen. Vielleicht können Sie meine Einhornfreundin finden und sie an einen sicheren Ort bringen, damit sie gesund werden kann. Ich halte nach Ihrer Einhornfreundin Ausschau und bringe sie in Sicherheit, wenn ich sie finde. Oh, okay, aber wir müssen sie auch fangen. Sowas erkenne ich sofort. Aber bitte bringen Sie sich nicht selbst in Gefahr. Ich weiß nicht, Betty, wo genau sie ist, aber ich kann Ihnen sagen, dass Ihre Höhle nördlich von Hogsmeade liegt. Und obwohl ich sie in letzter Zeit nicht bürsten konnte, kann ich mir vorstellen, dass sie immer noch das glänzendste und schönste Fell der ganzen Herde hat. Alles klar. Nicht vergessen, man erkennt sie am strahlenden Fell. Und Obacht, sie ist ein Dicker. Ich muss nach einem Einhorn mit strahlend hellem Fell suchen. Sie scheint in Schwierigkeiten zu sein. Was hier für ein Sound? Bäm. Aber ich habe eine Hörner schon. Bäm. So, jeden Moment müsste ich aus dieser Flugsverbotszone rauskommen. Ich will mir meinen Besen schnappen. Hazel muss hier irgendwo sein. Levioso! Na los, Hazel! Stell dich doch nicht so an! Levioso! Levioso! Bombarda! Schnitt! Confringo!
Levioso. Nein. Okay, wo ist sie? Lass uns auf der... Levioso. Oh, hab ich dich. Ein Schloss? Das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Bleib ganz ruhig. Ey, ich hab doch schon mal einen gefangen, das war doch nie so schwer. Ich find's auch geil, wie wir nicht. Komm schon, ich will doch nur helfen. Wie wir auch nicht zwischendurch aufhören können mit dem Schnapp. Lazio! Fiese Unholde. Ist es? Er ist doch weg. Oh nein, wo ist es hin? Da. Levioso. Das lässt du schön sein. Hazel muss jetzt zurück zum Tiergehege. Ich sollte Madame Buckbrook sagen, dass sie in Sicherheit ist. Geile Pilze. Die sahen auch schon mal besser aus. Sollen wir hier vorne? Oh, nix. Hui. Oh. Confringo! Protego! Alles klar, Besen. Die Frage, werde ich überhaupt noch kommen? Oh, mein... Ich bin an Fallschlag gestorben. Boah, ich konnte mich jetzt bin. Mit einem Waldschädel. Ein Fallschaden, hallo. Imperium. Bombarda! Confringo! Gut. Alter, wie viel ich... So, hoch mit dir und Gas. So runter, das kommt durch die Border sofort schon. Zack, habe ich. So.
Einhörner jagen, Phönixe jagen. Zack. Wir sind hier der große Tierretter, ey. Obwohl die angeblich verletzt war, war die aber ganz schön flink. Hallo? Nubis von Hogsmeade. Upsi, Entschuldigung. Madame Buckbrook, ich habe Ihre Einhornfreundin Hazel gefunden. Oh, ein Glück. Geht es ihr gut? Geht es Ihnen gut? Haben Sie einen sicheren Ort, an dem sie bleiben kann? Ja, habe ich. Uns geht es gut. Und ich habe einen sicheren Ort für Sie in Hogwarts. Sie haben ein gutes Herz, wirklich. Ich bin erleichtert und dankbar, dass Sie für Sie sorgen. Ich werde mein goldiges Pixie-Pony vermissen. Aber ich weiß, dass sie fernab von den Wilderern sicherer ist. Bürsten Sie sie doch für mich, ja? Ja. Kümmern Sie sich gut um Hazel, ja? Ja, ja, kriegen wir hin. Gut. Hölzerne Jungfrau. Aha. Ah, fast Level 36. Aber auch nur fast. Okay. Haben wir hier irgendwas? Also, was? Herausforderungen, Erkundung. Aha. Hier, alte Magie. 2 Stück fehlen mir noch. Okay. Wo sind denn diese letzten 2? Ich gehe davon aus. Hier. Okay. In der Area und hier hinten. Nein. Hier. Das heißt, wir machen uns jetzt auf den Weg. Oder wir machen mal eben. Wo könnte hier denn noch alte Magie sein? Also hier ist es anscheinend ja nicht. Hier war ich ja. Hier ist noch so ein bisschen. Machen wir mal hierhin eine Schnellreise. So, damit wir in dem, in Anführungszeichen, letzten Gebiet quasi, obwohl wir ja, hier waren wir ja eigentlich schon mal. Wir schnappen uns mal den Besen und gucken mal, was wir hier, so. Da ist so ein Torbogen. Das könnte, das gehört aber hier schon zu. Ich probier's erst. Das ist natürlich präsentiert für alte. Oh mein Gott, ist so offen. Aber da war ich. Da war alte Magie, aber die habe ich eigentlich. Oder wir fliegen nochmal eben hin. Oder nee. Nee, hier war ich nun. Also hier bin ich. Ich wollte gerade sagen. Alte Magie gefunden. Hier war ich nur. Also hier bin ich kurz drüber geflogen. Ich habe mir das noch nie angeguckt. Dann machen wir das jetzt mal. Revelio. Confringo! Ah, alles gut. Confringo! Perfekt. Confringo! Defindo! Komm mal her. So.
Also das ist ja mal ein Megafritz anwesend. Mit Revelio. Dicken Brunnen und so. Und da hinten ist Loot. Dann holen wir uns mal den Loot hier. Confringo! Bombarda! Protego! So. Schön die Köpfchen aufsammeln. Gut, hier hatten wir doch noch was. Da. Auch hinter einem Schloss. Ah, Stufe 2 nur. Easy. Wir können doch inzwischen. Gut, Schlösser knacken. Boah, so eine fette auch noch. Und da ist auch noch eine Aufgabe. Öffentlich verschlossen unter dem. Aha. Okay. Sind auch noch angeblich zwei berüchtigte Gegner. Aha. So, wir gehen jetzt hier erstmal eben die Treppen hoch. Na, noch eben den einen Inferni. Confringo! Bleib doch bitte einfach liegen. Danke, wow. Bombarda! Komm ich denn jetzt? Ach hier, wow. Wow, wow, wow. Allein diese Gartenanlage hier. Mega. Wow, wo war die Truhe? Muss ich wohl hier rum. Dann hier rum. Und da. Also klar. Kommt raus. Confringo. Protego. Stupro. Plopp, plopp. Machen wir eben hier die. Also. Hier in dem. Wo kam ich von hier? Ja. Hier in dem Labyrinth ist natürlich Flugverbot. Und von hier, dann hier. Mal um den Pudding, einmal um den Pudding. Da-da-dap, da-da-di-di-da-dap. Wow, was echt riesig hier. Okay, dann machen wir jetzt mal eben die alte Magie. So. Ja. Eine da und eine nochmal über. Also eine direkt da über mir und ja, okay. Wir müssen jetzt immer. Kann man das irgendwie reparieren? Nein. Okay. Okay, hier kommt man nur nach unten. Das ist auch nicht. Hm. Accio, Wingardium Leviosa. Ja, pack mal hier hin. Leviosa. So, Leviosa, bitte. So. Erste.
Revelio. Okay, da ist auf alle Fälle nochmal Loot. Okay, und hier ist auch nochmal Loot. So. Irgendwo hier war auch noch Loot. Ich hier erst so random ein alter Bilderrahmen. So lustig, so. Ja. Da oben. Oh, geil. Oh, hier irgendwie. Ja, dann spring noch. Okay, ich muss irgendwie höher kommen noch. So, vielleicht da aus dem... Irgendwie hier durchs Fenster. Komm ich hier. Okay. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Wer hier für ein Kabuff? Da kann ich auch nicht raus. Ich will nicht den blöden Besen einfach nehmen. Wieso bückt der sich? Da, wir müssen irgendwie da zu dieser Tür kommen. Guck mal eben. Hab ich da vielleicht. Außen irgendwie hinkommen. Aber. Okay, hier komme ich hoch. Okay, ich glaube, ich habe den Way gefunden. Ohne den Besen, also ich glaube. Levioso! Da. So. Muss halt irgendwie jetzt gleich. Hier rum. Oh mein Gott, das habe ich gar nicht gesehen. Confringo. Hier kann ich verbrennen, dann komme ich nämlich hier hin. Und dann komme ich nach oben. Ach, was eine... Ich kann sagen, es gibt auch immer eine Lösung ohne Besen. Da... Schloss. Ja genau, hier oben ist ein Schloss. Wen wollen die denn verarschen? Hier oben in der Wallerei. Ey, wenn sich das jetzt nicht lohnt. Wow, hier ist ein Frosch. Wenn Professor Fick das nur gesehen hätte. Der mich zu anderen Dings bringt. Okay. Haben wir. Okay, bin da bitte wieder.
noch eine Truhe. Gut. Nichts. Sieht interessant aus. Wow, ein schöner Brunnen. Aber damit beenden wir auch schon wieder die heutige Folge. Bis dahin. Ciao.